Barbara Kappel. Es ist ganz gut, dass ich gleich replizieren darf. Ich freue mich, dass sich Herr Giegold so sehr mit den Aussagen meiner Partei in Österreich, die ja zwischenzeitlich mit 33% seit einem Jahr in allen Umfragen die stärkste Partei ist, auseinandersetzt und die einen ganz besonderen Schwerpunkt hat für kleine und mittlere Betriebe. Ich selber war auch in einer Vorfeldorganisation tätig, die eben für kleine und mittlere Betriebe da ist. Also ich freue mich, dass Sie sich da so sehr mit dem auseinandersetzen. Ich möchte aber schon sagen, dass wir hier, wenn wir über internationale Rechnungslegungsstandards sprechen, die meine Perspektive eine globale Perspektive ist und ich sagen möchte, dass weltweit gültige Rechnungslegungsstandards, also es haben ja 116 Länder bis jetzt diese Standards akzeptiert, dass es mir in erster Linie darum geht, dass Unternehmen, kleine wie auch große, hinsichtlich ihrer Kapitalausstattung entsprechend berücksichtigt werden, dass Investitionen belebt werden und dass die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. Das ist ein ganz grundsätzlicher und allgemeiner Aspekt, den Sie jetzt da kritisieren. Davon kann ich nicht abgehen und das findet sich auch in allen Programmen unserer Partei wieder. Ich habe das Programm Wirtschaftsprogramm selber geschrieben. Glauben Sie mir, ich weiß, was da drin steht. Abgesehen davon finde ich es sehr, sehr wichtig, Evaluierung generell, aber auch jetzt in Evaluierung in dieser ganz konkreten Angelegenheit, nämlich der IAS-Verordnung und auch die besondere Rolle, die diese Verordnung im Bereich der Regulierung und im Aufsichtsrahmen in der Finanzdienstleistung in Europa spielt und auch die wichtige Rolle, die ESMA in dieser Rolle, in diesem Bereich ausübt. In Bezug auf die Punkte bei der Ausarbeitung von IFRS ist im Bericht, und ich möchte natürlich auch dem Berichterstatter danken, für seine gute Arbeit und die 16 Kompromisse, die er erzielt hat. Ich finde, es ist ein ausgewogener Initiativantrag und ich im Unterschied zu Ihnen habe die Arbeit als positiv empfunden und ich finde auch die Kompromisse im weitesten Punkten sehr unterstützenswert. Es ist dem Berichterstatter gelungen, die hohe Komplexität im Finanzmarkt entsprechend zu berücksichtigen, auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbesondere wenn es um KMU geht, und da verweise ich auf den Kompromiss H, wo eben diese freiwillige Standardsetzung besonders berücksichtigt wird, wie Standards, unterschiedliche Standards für KMUs und globale Unternehmen mit einer freiwilligen Rechtsetzung, finde ich, ist ein sehr, sehr positiver Aspekt in dem Kompromiss H, den wir auch unterstützen werden. Dann der Punkt Kohärenz und Einheitlichkeit ist aus meiner Sicht im Bericht sehr gut zum Tragen gekommen, nämlich, jetzt komme ich wieder auf Herrn Giegold, nämlich mit dem Ziel, dass IFRS ein weltweit harmonisiertes weltweit harmonisierte Rechnungslegungsstandards gewährleisten soll und dass auch die europäischen Interessen frühzeitig berücksichtigt werden sollen. Wobei gleichzeitig wieder zu betrachten ist, dass eine Gleichwertigkeit von Rechnungslegungsstandards auch von Drittstaaten, nämlich insbesondere der USA, hergestellt werden soll. Hier gibt es das Standardsetzungsgremium FASB und da gibt es sicherlich noch viele Diskussionspunkte, um hier zu einer Harmonisierung beizutragen. Die Empfehlungen des Maistaatsberichts, es wurde auch schon angeführt, insbesondere in Kompromiss B sind sehr gut umgesetzt worden und auch in Kompromiss N die EFRAG-Reform, die begrüßt wird, auch das ist ein Punkt, den wir unterstützen werden.